das ist reif und das ist reif. Haben wir hier noch andere Arten? Also Dinger, Karotten oder Kartoffeln. Dort oben sind Karotten, gut. Dann nehmen wir die Karotten mit. So, sehr schön. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Hier ist nichts weiteres. Ein Brunnen habe ich dort noch gesehen. Sonst ist ja eigentlich nicht viel hier. Also. Hui. Wir haben hier richtig viele Sachen. So, nehmen wir mal die Karotten anstatt das Brot und das Hühnchen. Tropenbäume setzen. Akazien setzen. Fichten setzen. Zuckerrohr. So. Haben wir unten einen unendlichen Brunnen, genau. Dann setzen wir mal hier hin. Das Zuckerrohr, so. Also es füllen natürlich. So, Zuckerrohr. Und hier drüben können wir einen Baum hinsetzen. Hier auch. Und hier. Die Akazie braucht ein bisschen Platz. Da können wir hier unten den Baum wegnehmen. Ja, toll. So ist das nicht so gut. Der war wahrscheinlich auf dem Baum. So, schauen wir mal. Bisschen mehr ausleuchten wäre nicht schlecht. Von hier oben. Auf den Bäumen können die nicht spawnen, aber wieso sind die dort oben? Ich sehe nichts. Der hat nur eins ausgehalten, hat schon Schaden erlitten. Da unten ist ein Lavafall. Dort unten ein Creeper und ein Skelett. Okay, wir müssen besser ausleuchten, das ist wichtig. So, und gehen wir hier zurück. So. Ihr da, ihr braucht doch ein größeres Gehege. Hier haben wir noch 5. Dann machen wir uns noch ein paar. So, genau. Okay. Wie wollen wir das machen? Wir müssen es schon wahrscheinlich hinter... nach hinten machen. Wir haben kein Eisen. Doch. Wusste ich's. So, machen wir noch eine Schaufel und eine neue Spitzhacke. Weil wir müssen wieder meinen gehen. So, Delle. Und bauen wir hier mal kurz die Bäume weg. Ja, toll. Wenn die Bäume verbunden sind, geht das halt schlecht.
Ja, wir haben jetzt nicht den Tree Assistant reingetan, weil es zu viel gecheatet ist. Das ist zwar auch ein bisschen gecheatet, aber immerhin praktischer. Und schöner anzuhören. Du kleines, freches Miststück. Ich habe genau in dem rechten Moment noch reagiert, damit so etwas nicht passieren kann. Eine Explosion ist eine zu viel. Mehr lasse ich nicht zu. Sodele. Da haben wir hier noch ein bisschen Platz. Dann machen wir das am besten so. Hier nach oben. Und dann noch ein bisschen zu. Das machen wir so. Das sind nicht viel. Ah. Ah, was ist denn los? Kann man das nicht hier platzieren? Dankeschön. So. Ja, das ist auch schlecht. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr. Mehr Zäunchen, bitte. Ja. So. Und noch ein bisschen mehr. Ah, hier ist der Rest von den Sticks. Ja, das reicht. Auf die andere Seite. So, dale. Dann. Hoppla. Könnt ihr ein bisschen weiter nach außen? Oh nein, nicht so. Nicht so. Ist das die Steuerung so schlecht momentan? So sensibel. Ja, schon besser. Gut. Jetzt können wir hier noch ein paar Karotten anpflanzen, so. Und da machen wir schon ein bisschen mehr Garten hin. Ich weiß noch nicht wo, hier drüben vielleicht. So, Gebäude bauen müssen wir dann auch noch, aber zuerst gehen wir ein bisschen meinen. Wir können hier noch die Weizensamen gebrauchen. So. Macht Ficke, Ficke. Also, slash warp haben wir Mining 1. So. Also dann gehen wir weiter. Hier waren wir noch nicht, okay. Hier hat's Eisen, auch gut. Jo, wenn wir jetzt schlau sind, können wir hier noch Feuersteine holen. Damit wir die Pfeile herstellen können. So, mein beliebter Fackeltrick einsetzen, damit es schneller geht als mit der Schaufel. Ist irgendwo noch Wasser?
da nicht. Doch, ist irgendwo Wasser. Ganz, ganz leise. Es muss weit weg sein. Einen einzigen. Was ist das, so selten? Das war doch nie so selten. Oder haben wir einfach nur Pech? Scheinbar haben wir einfach nur Pech. Jetzt ist es schon lauter. Das muss irgendwie hier sein. Ja. Okay, war gar nicht mal so weit weg, nur leise. Oh je. Wir sind noch ganz weit nach oben, um das Wasser auszuschalten. Nein, da gehen wir nicht entlang. Nicht zu den Krüber. Zu den Terroristen. Ja, gehen wir mal hier runter. Ja, war gut. Bisschen Schadensfreude. So, haben wir Redstone. Oh je. Autsch. Nein, das ist nicht so gut. Dummes Teil. So, jetzt nur noch der Creeper. Ah, endlich explodieren sie nicht mehr so oft und so schnell. Das ist doch mal geil, das Update. Danke, Minecraft. Ihr habt mein Leben von den Terroristen ein bisschen angenehm gemacht. Hui. Ja, toll. Ist noch ein Lavasee. Lapis Lazuli ist das blaue. Können wir ein schöner Plättchenboden machen. Oder die Rüstungen blaufarben. Schade, dass Eisen noch nicht geht, aber Eisen wäre auch cool. So richtig farbige Ritterrüstungen wären noch nice. Aha. Geheimgang entdeckt. So viel Eisen hier. Ja, so viel Kohle brauchen wir auch nicht. Und Eisen eigentlich auch nicht mehr. Hier waren wir schon. Hier unten auch. Was haben wir denn hier? Ein Zombele. Hey Zombie! Der Kevin ist online gekommen. Bin am Aufnehmen. So. Ah ja, heute ist ja Samstag, da hat er frei. Schön. Sehr gut. Der baut wahrscheinlich weiter am Spawn-Gebäude jetzt. Oder macht vielleicht auch etwas anderes. Keine Ahnung. Vom Fortschritt. Hallo Huhn.
Lol, ist hier ein Spawner? Irgendwo hier muss ein Spawner sein. Und ist es normal, dass so viele spawnen können? Das scheint normal zu sein, also ich sehe hier keinen Spawner. Aber ein Terrorist. Der nicht explodieren kann. Ah ja, stimmt! Wir haben das nur Blumen-Ding drin. Darm. Ah, dann ist es gar nicht Mojang gewesen. Der, die Creeper-Ding. Genau, das müsst ihr nachher schauen. Wenn wir wieder einen Creeper sehen. Er kann einfach nicht explodieren. Er hat keinen Explosionsmechanismus. Prezi. Irgendwie bist du ein bisschen aufgeplustert. Okay, egal. So. Das ist einfach an die Cheatschutz. Zwar ein bisschen gecheatet, aber lieber Cheatschutz aus irgendwelche Krater. Weil manche Spiele, ja, die halten sich einfach nicht daran, sorgfältig mit der Welt umzugehen. Und schieben alles auf den Creeper. Darum haben wir das gemacht. Oh. So. Der wird schon sehen, was es für Plugins sind. Eines heißt No Bloom und das andere heißt Tree / Help. Es steht nicht drin. Ja, irgendwas mit Tree. Oder auch ohne Tree. Aber irgendwie, wie irgendwie wird es schon heißen. So, der hier hat recht viel Wasser. Da müssen wir mal ein bisschen den Hahn zudrehen. Huiuiui. Diese Steuerung so sehr sensibel und so. Da war wahrscheinlich bis dort unten das Wasser. So, Dele. Jetzt können wir hier hoch. Ja, da können wir eigentlich anfangen. Zu Street Mine. Hä, du kannst auch nicht mehr greifen, blöder Enderman. Sie können auch keine Blöcke mehr aufnehmen. Oh, diese Lavasee. Ja, aber schießen musst du trotzdem. Wieso hast du nicht geschossen? Lapislazuli, aber das interessiert jetzt keinen. Wir nehmen es trotzdem mit, weil wir schon im Inventar haben. Ich bin so ein Sammler. Ich sammle immer so viel Lapislazuli. So, wir müssen ein paar Fackeln machen. Okay. Haben wir drüben was noch? Okay, da können wir hier beginnen mit dem Streetman. Nein, wir Streetman noch nicht, wenn hier Diamanten sind. Juhu. Diamanten!
Achievement. So, wir beginnen einfach mal hier. Fertig. 11. Da müssen wir auf 12 hoch. 12 ist die Diamanten-Lane. So. Slash set home strip. Hier gehen wir auf den Strip. Also Strip meinen wir ein bisschen. Auch wenn es nicht so spannend ist. Wir müssen von der Effizienz her. Aha. Es ist wieder mal zum Mäuse machen. Ich mag kein Wasser. In Minecraft ist es immer so blöd hochzutauchen. Gegen die Strömung zu tauchen und sonst was. Und es ist ja auch so extrem realistisch, dass es unbedingt notwendig ist. Nicht. Okay, der Gravel ist fertig. Jetzt wieder Steine kloppen. Und schon wieder Gravel. Gravel Pit LP. Hat hier zu viel. Nein, sorry, Gravel. Der Tennis Table Gamer. Habe ich noch gerne geschaut, ich weiß nicht, momentan habe ich nicht mehr so viel geschaut. Sorry, aber ja. Aber fertig mit der Schleichwerbung. Ja, ich wechsle halt meistens die Let's Player nach einiger Zeit. Ich habe sie zwar noch abonniert, aber ich schaue sie nicht mehr so. Da ich so wenig Zeit zum Let's Plays schauen habe, will ich lieber die Let's Plays schauen, die mich interessieren, also diese bevorzugen. Und dann kommen halt die weniger interessanten Let's Plays hinten dran und werden wahrscheinlich nie geschaut. Tut mir leid. Ich will das noch nicht. Gut war gestern auch von Ungespielt, er hat so ein... eine Diskussion mit German Let's Play gemacht. Das heißt, wieso also so viel gehatet wird und ja, warum? Also, er hat jetzt einfach mal gesagt, weil Minecraft halt die ganze Zeit schon gespielt wird und die meisten Let's Play oder so einfach Aufmerksamkeit brauchen, tun sie die an den Let's Plays runterstufen oder so. Ich kann da jetzt nicht viel sagen, aber es gibt noch andere Gründe. Eines zum Beispiel einfach, die meisten mögen etwas an einem Let's Player nicht und disliken dann einfach und ja, für mich ist es ein No-Go. Disliken tut man, wenn man sieht, das Video ja gefällt einem nicht, oder? Und nicht, weil man es hatet. Man sollte eigentlich die Dislikes deaktivieren. Aber das kann man nicht und das macht YouTube auch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich als Bewertung einfach, also damit man sieht, ob ein Video ankommt oder nicht. Aber eben, es wird immer missbraucht und so. Aber zum guten Glück geht es bei mir relativ gut. Ich hatte ein oder zwei Hater, die einmal gehatet haben pro Videos. Also das war jetzt noch nichts. Also. Und ich hoffe, es geht weiter so bequem. Natürlich mit wachsendem Einfluss bekommt man auch mehr Hater, aber ja, wenn man sich richtig benimmt als Let's Player und ja, auch gut Let's Play, dann wird man wenig Hater haben. Und sonst muss man halt denen schreiben, unter den Videos oder so schreiben, dass ihr es nicht gern habt, wenn ihr sie hatet. Also, ja, einfach aufmerksam machen. Und dann ist es schon gut. So, hui, wir haben alles voll schon. Das ist nicht gerade gut.
Also machen wir nochmals eine Doppeltruhe. Ja, man kann es noch aufmachen. Ist doch auch so in Vanilla. Okay. Wir brauchen mehr Diamanten. Müssen wir halt nochmals meinen... Ach, was ist denn los? So. Okay. Weizen. Körner. Könnt ihr schon wieder zusammen Liebe machen? Okay. Und, Huhn, du musst mal hochkommen. Oder kommt ihr runter? Ja, aber nicht so schnell. Ach, wieso leckt das ein bisschen? Wahrscheinlich wieder, weil die Welt geladen wird. Die Amplified Welt braucht sehr viel Speicher von Java, um zu laden. Darum leckt es manchmal ein klein wenig. Ah, hier haben wir zum Beispiel einen Dschungelbaum, der fertig ist. Oh, Mist. So. Aber hierhin ist er runtergefallen. So. Büschchen, Büschchen, hä? Ja, der geht wieder nicht, natürlich. Oh, Mist. Ja, ich habe ein bisschen die Welt erkundet hier. Es gibt in der Nähe einen Wald, also ein ganz normaler. Also nicht Waldebene. Es gibt viel Schneegebiete, das mag ich jetzt weniger, aber sie sehen richtig cool aus. So Schneeberge. Einen Sumpf gibt es leider ohne Berge, weil das wird irgendwie nicht generiert. Und ja. Also dann machen wir mal Game Mode 1. Und gehen mal zu ihm. Einfach mal kurz schauen. Hat er weitergemacht? Ich sehe jetzt gerade nicht, was er gemacht hat. Okay, vielleicht hat er auch irgendwas am Server geschaut. Logdateien dahin durchsucht. Wenn wir hier mal die Monster weggemacht haben, können wir mal hier ein Grundstück mieten und können dann drauf bauen. Aber ja, jetzt ist es noch ein bisschen zu gefährlich. Sonst greifen uns 20 Skelette an oder so. Oder diese Spinnen hier. Ich kann dann auch mal zeigen im Let's Play, wie ich an der RPG-Welt baue. Aber dafür muss ich dann wieder alles Inventar rauslegen. So, das will ich jetzt gerade nicht. Jo. So, ich habe für diese Aufnahmesession genug aufgenommen. Ich danke mich fürs Zuschauen und werde dann demnächst wieder aufnehmen. Eventuell dann mit Gamersucht X oder Mega Coolman, je nachdem, wer will. Und ja. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir gehen in die Erbegöbe noch kurz. So, und legen die Sachen hier rein. Okay, jetzt ist gut. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.